Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Großbritannien und schauen uns erstmal die Post an. Da wurde das Dorf besucht, wir haben Zwillingspunkte erhalten. Noch mehr. 8100 Münzen als Stallbursche verdient. Ja. Die Pferde wurden gestreichelt. Ja, Tagesbelohnung haben wir vergessen abzuholen. Wir wurden in Mexiko überholt. Und ich glaube, der Rest, ja, Werbung schauen wir uns jetzt nicht an. Gut. Ja, dann kann es gut sein, dass die Folge heute etwas kürzer wird. Wir schauen mal. Ich habe schon ein paar Pferde auf die Weide geschickt und unser Stufe 2er Hengstchen ist erwachsen geworden. Leider habe ich kein Stufe 2er Stütchen gefunden zum Züchten. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich nochmal nach Stufe 3, aber wir züchten jetzt erst nochmal mit dem mir bekannten Hengst, wenn ich ihn finde, hier. Und da. Ich meine, das war Großbritannien auch. Genau. Und hier ist er. Und die gute Luna. Das ist schon teuer. Normale Züchtung. Wollen wir Punkte einsetzen? Falls wir Stufe 2 kriegen, dann haben wir definitiv beides. Wenn. Nein. Ja, schade. Ja, ich mache mir auf jeden Fall nochmal auf die Suche nach einem Stütchen Stufe 2 oder 3. Dann schicke ich jetzt erstmal den guten Rami auf die Weide. Der muss nämlich auch mal trainieren. Na gut, da wir hier eh jetzt gerade nicht züchten können, schicke ich ihn auch mal mit auf die Weide. Nein, wir wollten ihn jetzt noch angucken, ne? Nein. Na gut, dann können wir ihn jetzt leider nur auf der Weide anschauen. Aber er wird uns ja auf jeden Fall noch länger erhalten bleiben. Von daher gehen wir dann auch nochmal in die Box. Was ist hier? Achso, wir haben den Paddock gereinigt. Das ist gut. Dann, bevor ich es wieder vergesse, ich wurde nämlich gebeten, mal zu zeigen, wie man den Achaltekina züchtet. Und beim Kleidster gab es auch eine Frage, wie man ihn züchtet. Das zeige ich jetzt einfach beides mal. Ich muss mal gucken, wenn ich zuerst finde. Den Achaltekina, Kleidster war da auch. Also für den Achaltekina braucht man auf jeden Fall einen Lipizzaner. Dann optional ein bayerisches Warmblut, einen Westfalen oder einen Oldenburger. Die Chancen stehen beim Lipizzaner und bayerischen Warmblut etwas besser, aber auch nur 1%. Also ja, die Chance kann man dann noch ein bisschen erhöhen, wenn man dann halt keine Stufe 1er Tiere nimmt, sondern wenn beides Stufe 3er zum Beispiel wären, wäre die Chance auch ein bisschen höher, dass man Achaltekina bekommt. Ja. So viel dazu. Dann das Clydesdale. Clydesdale, ja, wird definitiv mit einem Shire gezüchtet. Und dann, ja, schaut man entweder auch ein bayerisches Warmblut, einen Westfalen oder einen Oldenburger. Die Chance liegt hier auch beim bayerischen Warmblut oder Westfalen mit dem Shire am höchsten. Und auch hier kann man dann wieder die Chance ein bisschen erhöhen, wenn man dann keinen Shire Horse Stufe 1 und keinen Westfalen zum Beispiel Stufe 1 nimmt, sondern wenn beide Stufe 3 zum Beispiel sind wenigstens. Stufe 4er ist dann doch immer sehr, sehr teuer. Aber würde die Chance auf ein Stufe 1er Kleidstil auf jeden Fall erhöhen. Gut. Hätten wir das schon mal. Dann auf nach Deutschland. Unsere Connemara Ponys. Zucht ist fertig. Da wir Hengst und Stute haben, würde ich sagen, geht er gleich in den Verkauf. Wobei ich beim Stufe 1er dann nochmal schauen muss. Wie weit bist du? Nein, verklickt. Wie weit bist du denn? Ja. Ja, super. Können wir schon verkaufen. Machen wir auch gleich. Wir gucken erstmal,
ob wir hier noch Diamanten bekommen könnten. Dann wird sie verkauft und dann schauen wir, ob es diesmal mit Stufe 3 klappt. Aha, 8 Diamanten immerhin. Gut, und dann bekommen wir jetzt ja noch die 30 durch den Verkauf. Und wir züchten, wir nehmen jetzt aber keine Zwillingspunkte, würde ich erstmal sagen. Ich glaube, Konomara Stufe 4 habe ich auch gar nicht freigeschaltet. Und wenn wir dann die Chance wieder hätten, eins zu züchten, dann gibt es ja doch mehr Leute, die das Tierchen dann auch rausstellen. Je nachdem, welches Geschlecht sie haben. Und dann haben wir halt die Chance, auch ein Stufe 3 und dann auch Stufe 4er Tier des anderen Geschlechts zu züchten. So. Gut. Die sind fertig. Dann auf nach Frankreich. Frankreich wird ja momentan nicht gezüchtet. Da sind die ganzen Sorayas jetzt hingekommen. Wobei, wäre eigentlich doof, ne? Warum? Soraya hatten wir doch noch gar nicht auf Stufe 4. Ah, sind alles die, die ich trainiere zum Verkaufen, ne? Dann könnten wir hier an zwei Stellen züchten. Ist natürlich auch teuer, aber wir haben ja hier... Ne, wir haben zwei Stufen. Da muss ich mal gucken, wenn ich nochmal eine Stufe 3er Hengst habe, dass ich den hierher bringe. Und dann könnten wir hier auch nochmal züchten. Aber jetzt geht es erstmal auf die Weide für alle. Die Weide ist sauber. Dann würde ich sagen, ach so, läuft das hier? Ja, habe ich schon gestartet. Auf nach Montana. Hier machen wir jetzt erstmal diese Weide sauber und dann versuchen wir es hier auf jeden Fall nochmal vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir hier ein Hengstchen? Dann brauchen wir den auf jeden Fall. Ne, ein Stütchen. Aber wir haben hier noch einen Hengst. Ja, dann schicken wir den doch nach Frankreich. Den Murphy. Zack, so. Dann haben wir ja auch einen Platz für die gute Tanis. Und wir züchten erstmal mit Ruga und Hydra. Ah, wir nehmen eine normale Züchtung jetzt. Und es wird wieder Stufe 3. Gut, wir verkürzen hier jetzt noch nicht. Ich schau mal, was ich dann... Welche Zucht ich verkürzen möchte von der Zeit her. Eventuell ja die Sternzeichen, weil die brauchen ja echt lange. Wobei es da auch erst Sinn macht, wenn ich dann wirklich... ja... ein Stütchen zum Züchten gefunden habe. So, die sind noch in der Zucht. Ja, es wird noch mal ein Stufe 1er Stütchen. Die Kleine habe ich schon auf die Weide gebracht. Ach so, haben die anderen Level-Ups? Also Rain nicht, die kommt gleich mit auf die Weide. Aber... ach, du kommst auch erstmal mit auf die Weide. Ja, du bist austrainiert. Und da schauen wir jetzt mal, was der gute Sam vielleicht noch bekommen könnte. Hoffentlich nochmal eine Werteverbesserung. Nein. Das wären dann die Diamanten, die für uns das Beste wären. Aber wir bekommen Muffins. 5 Stück. Schade. Und auch hier haben wir keine Chance auf eine Werteverbesserung. Naja. Aber immerhin 20 Diamanten sogar. Nicht schlecht. Und hier wäre mir beides sehr lieb, was Verbesserung angeht. Und es wird die Sprungverbesserung.
Aber dafür hat er ausdauertechnisch gesehen wirklich gar nichts. Okay, hier könnte auch wieder Springen verbessern. Oh, klappt auch wieder mit dem Sprung. Sehr schön. Haben wir hier noch gar nichts? Doch, wir sind jetzt fertig. Zwilling 2, Stufe 1. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht gezüchtet, ne? 2. Ne, den einzigen, den wir hier haben, ist der Wassermann. Na gut. Er ist auf jeden Fall austrainiert. Gut, dann hätten wir das mit der Zucht. Wie sieht es hier aus? Das haben wir für heute fertig. Hier gibt es ja wahrscheinlich auch nichts. Achso, hätten wir denn jetzt eine Chance? Wahrscheinlich ist der saisonale Star jetzt der Azteker war. Ja, ich glaube, da haben wir schlechte Karten mit unseren Pferden. So viele Azteker wie hier. Oh, aber sogar. Ich würde gerne mal sehen. Toffee. Stufe 2, oder? Stufe 2 so schön verbessert. Wahnsinn. Und sogar schon Sonnenläufer auf dir. Wie kriegt man das denn bitte so schnell hin? Das Azteca-Pferd gibt es nur noch gar nicht so lange. Ach doch, hier ist nochmal Morgana. Und ein Schwarzwälder ist hier mit dabei. Okay, also es ist noch möglich, ein Percheron. Ich glaube, das ist ein Lava-Einhorn. Clydesdale, okay. Wir haben jetzt zum Glück, haben sie ja auch nochmal die Reichweite für den Cowboy verbessert. 1 bis 50 sind jetzt die Plätze, die ihn gewinnen. Also ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach noch einmal, ne? Und dann müssen wir erstmal die Fee finden. Wo ist sie? Da. Und hier ist auch ein Fisch. Ich weiß nicht, Stufe. Also es ist Generation 1, das weiß ich. Aber es könnte sogar Stufe 3 sein. Nein! Oh Gott. Ja, so wird das natürlich nichts. Also, das können wir vergessen, das muss ich nochmal üben. Ah, mit der Zeit. Na gut. Ich würde dann trotzdem sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir versuchen es natürlich nächstes Mal mit den Zuchten weiter. Wie gesagt, dann können wir in Frankreich vielleicht dann doch mal nochmal, ja, einen zweiten Standort für die Soraya-Zucht. Wobei das finanziell natürlich langsam. Es geht halt sehr schnell runter, sagen wir es mal so, ne? Das Geld. Also wir müssen irgendwann gucken, dass wir dann nur eine Zucht von den Sternzeichen oder exklusiven Pferden haben. Aber dafür dann, ja, gerne hier die neuen Pferde. Das Azteca sieht ja echt schick aus, so wie ich es jetzt gesehen habe. Pasofino ist auch schick. Mavari weiß ich jetzt selber nicht. Ich würde erstmal Pasofino und Azteca auf jeden Fall bevorzugen in der Zucht. Bei Mavari lasse ich mich aber auch gerne überraschen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!